Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Final Fantasy VII Remake. So, bevor wir jetzt starten, ich habe ja eine extra Folge aufgenommen. Es kann sein, dass es vielleicht der eine oder andere nicht gesehen hat, weil das nicht so interessant war. Wir haben unten im Kolosseum, das war optional, da haben wir nochmal gekämpft. Zweimal einzeln, also einmal Cloud und einmal Aeris gegen 5 Gegner jeweils und einmal gemeinsam gegen 5 Gegner jeweils. War auch gar nicht so schwer, wie man denkt. Und wir haben dann etwas gewonnen. Und zwar, das zeige ich euch jetzt, die Leute, die das Original kennen, werden sich vielleicht auch freuen, hier unter Manuskripte. Die Schrift zum ultimativen Mysterium, Atomisator, ein Gegenstand, mit dem Cloud ein neues Limit erlernen kann. Und Schrift zum ultimativen Mysterium, Segen des Planeten, das ist übrigens ein wunderschönes Buch, ein Gegenstand, mit dem Aeris ein neues Limit erlernen kann. Das haben wir dann auch gemacht. Ich habe es beim Cloud schon eingestellt. Hier haben wir nämlich jetzt den Atomisator. Schleudert ein Gegner mit dem Schwert in die Luft und versetzt ihm dann mehrere verheerende Schläge. Schadpotenzial groß. Entschuldigung, hoppala. Kohlensäure getrunken. Und bei Aeris habe ich es nicht ausgerüstet. Es ist ein echt tolles neues Limit. Wirklich. Aber ich behalte den heilenden Wind. Weil das neue Limit ist, macht die Gruppe durch ein Gebet zum Planeten vorübergehend immun gegen physischen Schaden. Das ist wunderbar. Aber haben wir jetzt zum Beispiel einen Gegner, der sehr auf Magie geht und sowieso nur magischen Schaden irgendwie auf uns knallt, dann bringt uns das nichts. Und ich würde an sich gerne ein heilendes Limit haben, so als letzte Chance überhaupt noch den Kampf ja, beiwohnen zu dürfen, sagen wir es so. Und deswegen habe ich hier jetzt mal den heilenden Wind gelassen. Und ich hoffe, es gibt hier auch 4 Bücher. Wahrscheinlich nicht im Midgar, sondern im ganzen Spiel. Wir können auch nochmal, es wird vielleicht nochmal extra Folgen geben, wir können nochmal runter, so wie es aussah, mit anderen Charakteren. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wir spielen jetzt auch die Story weiter, denn draußen warten unsere Föhns. Oh, ist so süß. Das Bombending. Hallo, guten Tag. Kann man hier einfach Bomben kaufen? Dankeschön, ja. Ja, habe ich gemacht. Cool. Ja? Heller von Sinn. Hallo. Oh, Entschuldigung. Die reden auf einmal nicht mehr mit mir. Sind die etwa so begeistert? Hallo. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Der heutige Corneo Cup wird sicher in die Geschichte eingehen. Vielen Dank, Herr Mitarbeiter. Beim Zuschauen habe ich glatt Lust bekommen, auch mal anzutreten. Ja, dann hau mal rein, ne? Wer hat behauptet, dass Frauen keine Chance hätten? Endlich sind wir auch mal Champion. Natürlich. Ihr könnt das genauso. Ich muss euch tiefer vorstellen. Ich muss euch unbedingt tiefer vorstellen. Oh, oh. Ich. Oh. Ja. Hallo. Oh nein. Es sieht aus wie der Opa, zu dem Cloud so böse war. Ist es der Opa zu dem... Nee, das ist ein anderer. So, ich geh mal hier hin, ne? Ja. Vielen Dank. Ja, gut. Dann würde ich hier nochmal mit ihm einmal reden. Ich weiß, wir haben keine Guild. Vielleicht kriegen wir aber... Ach, vielleicht kriegen wir aber einen Rabatt, weil wir ja gewonnen haben. Hätte ja sein können, ne? Ja, die Hartklinge. Stimmt, wir haben übrigens auch... Wir haben übrigens auch die Waffenpunkte nochmal verteilt. Wir haben ja auch gelevelt währenddessen. Beim Cloud hatte ich überlegt, also die Hartklinge ist halt immer noch... Ich meine, physische Attacke plus 28 ist schon sehr geil. Und ich könnte auch damit leben, dass wir ja minus 1 Magie, minus 1 Willenkraft, minus 1 magische Abwehr und physische Abwehr minus 5... Vielleicht könnte ich damit leben, aber ich habe echt ein Problem mit den TP und vor allem tatsächlich mit der magischen Attacke. Minus 19 ist mir halt einfach zu heftig. Deswegen lassen wir das mal weg und bei Aeris habe ich tatsächlich wieder den Wachenstab. Da haben wir jetzt einen weiteren Slot und so sieht es aus, wenn wir halt jetzt den Silberstab nehmen würden. Also ich glaube, der Wachenstab ist da doch etwas besser. Und der Wachenstab hat nur, der war noch nicht voll gelevelt. Also die Fertigkeit von dem... Warte mal, die Fertigkeit von denen übrigens, ne?
Warte mal. Ein Sekündchen, das ist die Waffenmodifikation. Entschuldigung. Eris, so. Geschicklichkeitsbonus, Magiekreis beschwören, begrenzt auf einmal während des Effekts. Angriffmagie innerhalb eines Feldes wird automatisch zweimal gewirkt. Oh! Das würde ich doch gerne noch leveln, auf jeden Fall. Ja, bitte nicht in die Luft jagen, das wäre nicht so toll. So. Dankeschön! Oh, wow! Hallo! Danke! Danke, Johnnys Vater, danke, ne? Herzlichen Glückwunsch zum Turniersieg! Wirklich beeindruckend! Am liebsten wäre mir ja, wenn du meinen kleinen Johnny unter deine Fittiche nimmst und ihm ein bisschen was beibringst. Du weißt schon, Stahl schärft Stahl. Und am Ende seid ihr echte, ebenbürtige Freunde fürs Leben. Ich weiß nicht, der Johnnys Vater ist mir irgendwie nicht mehr so sympathisch, weil... Ich weiß nicht, mir kommt es vor, als würde er voll die Verantwortung auf alles irgendwie abwälzen. Chetney! Müssen wir auch später noch rein? Hey, Chetney! Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Oh, schade. Ich dachte, wir hätten vielleicht irgendwas gelevelt. Ja, ich kaufe nichts. Tschüss. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Sag mal. Ah, das ist wieder der Altmann. Hä? Ihr seid ja alle nett. Dankeschön. Ja? Halbi in. Ah, so cool. Das Furchtbarste ist, ich bin tatsächlich ein bisschen müde. Ich weiß gar nicht warum. Ich bin irgendwie während der Kämpfe gerade so ein bisschen, wirklich nur ein bisschen müde geworden. Was gar keinen Sinn macht, weil ich bin voll ausgeschlafen. Aber wahrscheinlich, weil das wieder so viele Eindrücke waren. Oder es muss einfach am Wallmarkt liegen hier. So, das habe ich schon aufgemacht. Ja, die Madame, da müssen wir jetzt hin, ne? Aber eine Sache gibt es noch. Wir haben... Super Girls. Wir haben immer noch diese eine Gasse. Die war, glaube ich, hier... War die hier vorne rechts? Guck mal eben. Die war hier, stimmt. Vielleicht. Ja? Ob bei dem alles in Ordnung war? Der sah gar nicht gut aus. Das sollte sich mal ein Arzt ansehen. Aber es kann... Aber hier, in dieser Gasse... Es kann, so furchtbare Geschichten. Ja. Es kann tatsächlich sein, dass wir das nochmal mit einer Quest hier irgendwie machen müssen. Ich wollte auch mal gucken, ob sie das jetzt irgendwie geändert hat nach dem Turnier. Hallo? Oh. Diese. Oh. Hey, du Vogel! Selbst wenn du hier krepierst, wird dir keiner helfen. Nope. Ja, vielleicht da vorne. Ich glaube, wir müssen halt später sowieso nochmal hier hin. Jawohl. Ja. So, was? Aua. Da rein. Die Gassen vom Wallmarkt. Ah, da hinten will ich immer noch hin. Bist ganz schön neugierig, dass du dich in diese dunkle Seitengasse traust. Wow. Wenn du so mutig bist, lasse ich dich noch einmal laufen. Ausnahmsweise. Wow. Wenn man das schon selber dunkle Seitengasse nennt. Natürlich. Was war das? Wir können uns gegenüber Corneo oder Sam keine Schwächen erlauben. Wird sofort erledigt. Hm. Gut, wir gehen mal weiter zu Madame kommen. Das ist ein Wetterchen. Ja. Ich finde es übrigens geil, oben bei der Map, wie der dann auch da so seitlich steht. Ja? So. Cool, man kennt sich dann trotzdem jetzt schon ein bisschen hier aus, ne? Passage! Entschuldigung, Eris. Möchte mir doch ein schönes Kleid holen. Hallo, Madame M. Ah, ihr seid's. Das Kleid habe ich vorbereitet. Aber vorher würde ich kurz noch gern was klären. Hab gehört, dass du dieser Alleskönner bist. In Sektor 5 hast du ja anscheinend schon ganz eindrucksvoll deinen Mann gestanden. Packst wohl gerne fest an, was?
Es heißt nicht umsonst, ohne Schweiß kein Preis. Je mehr Leuten du hilfst, desto lukrativer wird das für dich werden. Aris werde ich ein Kleid zur Verfügung stellen, das seinesgleichen sucht. Mach dich auf was gefasst. Aber Zeit ist Geld. Genug geplaudert. Das Kleid ist eine Leihgabe. Damit dürft ihr den Weihmarkt nicht verlassen. Seid ihr soweit? Warte mal. Wie ungehobelt. Wenn ihr noch was erledigen müsst, warum kreuzt ihr dann hier auf? Entschuldigung, Madame M., aber lass mich mal ganz kurz... Warte doch mal. Habe ich denn hier noch irgendwas? Abschied für kurze Zeit? Was heißt bitte Abschied für kurze Zeit? Hier ist gar nichts mit Abschied. Okay, wir müssen diesmal wohl keine Unterwäsche sammeln. Schade. Aber trotzdem, da sind doch noch so Sachen. Da muss ich doch noch... Ich muss doch noch... Okay, wir haben keine Nebenquests. Okay, Entschuldigung, dann machen wir das jetzt mal. Denkt dran, mit dem Kleid dürft ihr den Wallmarkt nicht verlassen. Darf's losgehen? Ja. Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Gut Ding will bekanntlich Weile haben. Das gilt beim Ankleiden ganz besonders. Mal sehen, was machen wir mit dir in der Zwischenzeit? Bis zum Wallmarkt hast du es zwar geschafft, aber so richtig amüsiert hast du dich hier anscheinend noch nicht, Kein Bedarf. Du bist doch sonst auch nicht verlegen, wenn es um Körpereinsatz geht. Wäre doch schade, die Leute auf dem Wallmarkt, um die verlässlichen Dienste des Alleskönners zu bringen. Ja, ich will mehr Quests. Momentan kann ich dir diese Aufträge vermitteln. Ich hab dir dein Händchen so schön massiert. Jetzt kannst du ganz doll anpacken, bis du Schwielen dran hast. Also dann, folge mir bitte, Aris. Wie das Kleid wohl aussieht? Bin mal gespannt. Mit einem Kleid allein ist es nicht getan. Nein, nein. Dein dilettantisches Make-up und die Frisur werden wir auch einer Frischzellenkur unterziehen. Hey. Wow. Gut, Cloud. Bis später. Es wird nicht gespannt. Ja. Aber ich will, wenn zwei sich streiten. Okay, warte. Brennende Schenkel. Oh, ich muss raus. Ich hab doch gesagt, du sollst nicht kochen. Ganz schön mutig, Kleiner. Langsam nervt. Alle guten Dinge sind vier. Ich hab doch gesagt, du sollst nicht kochen. Entschuldigung. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Dann wollen wir mal hier raus. Ich möchte auch eine Handmassage. Es war doch eine Handmassage, oder? So. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Okay, das ist schon die erste Quest. Warte. Nee. Oh Gott. Sorry. Das ist dann geradeaus auf dem Platz hier. Das ist das Werk des Engels. Er hat sogar eine Nachricht hinterlassen. Ach, red kein Stuss. Als würde der Racheengel der Slums Waisenkinder bestehlen. Nein, ich habe hier verdächtige Kerle rumlungern sehen. Ist gar nicht Sam. Also einer von denen, der Racheengel. Nein, auf keinen Fall. Der Racheengel steckt dahinter. Nein! Oh, dieser Söldner, von dem alle schwärmen, bist du? Du kommst gerade wie gerufen. Irgendwelche dreckigen Mistkerle haben eine Lieferung Güter für den Helmchenhof in den Slums von Sektor 5 gestohlen. Oh, das was? Das war der berüchtigte Meisterdieb, der Racheengel des Slums von Sektor 5. Dass der Racheengel nur von den Reichen nimmt, war nichts als Strategie, um mit den Diebstählen durchzukommen.
hat sogar eine Nachricht hinterlassen. Danke für die Waren. MFG, Roche Engel des Slums. Was? Klar doch. Der Roche Engel? Der Rache Engel wird wohl noch seinen eigenen Namen schreiben können. Kapiert? Ich hab doch gesagt. Ich hab gesehen, wie hier drei komische Gestalten äußerst verdächtig durch die Gegend geschlichen sind. Wenn du dir so sicher bist, dann bring die drei her. Beweist mir, dass der Racheengel des Slums nichts damit zu tun hat. Kann ich auf dich zählen? Natürlich. Ich brauch deine Hilfe. Wir müssen die Unschuld des Racheengels beweisen. Der Racheengel nimmt nämlich nur von den Reichen. Er würde nie die Armen bestehlen. Finde dieses Verbrechertrio und bring es her. Ich habe gesehen, wie die drei zur eingestürzten Schnellstraße am Immergrünpark geflohen sind. Nein, der Immergrünpark. Okay, machen wir. Entschuldigung, habe ich den mit Chocobo Sam. Naja, ich habe die verwechselt, weil die haben gleich Klamotten halt an, ne? Von dieser Chocobo-Firma. So, auf jeden Fall, wir machen jetzt weiter. Sind die sehr weit weg? Ach so, ja, das geht doch. Hier passiert, glaube ich, eh nichts. Neben der Müdigkeit bin ich jetzt gerade zu tiefen entspannt. Ah, ich muss bestimmt nicht kämpfen. Und selbst wenn, dann mache ich das einfach, als würde ich, ja, wie im Schlaf kämpfe ich. Ich schneide durch sie durch wie Butter. Butter. Nicht weinen, Pan, es ist nur ein Spielplatz. Es ist nur ein Park. Oh Gott, ey. Ich muss die Thumbnails dazu machen. Also das Thumbnail dazu machen, ey. Das war schon wieder voll furchtbar. So, und jetzt nach oben links. Ja. Ah, ach, warte, ey. Sorry. Geht ja nicht anders, ne? Ich bin bereit für den Kampf. Ich kann mir denken, welche drei Gestalten das waren. Ja. Natürlich. Die Roche-Engel. Oh, Leute, ihr Doofies. Wer sonst schreibt es falsch? Oh, ja, die Musik. Ja, was macht der denn hier? Ich stell mich einfach tot. Totstellen. Tot. Du Idiot. Dafür ist es zu spät. Bist du hier, um dir noch eine Tracht Prügel abzuholen? Komm raus, gib Arbeit, Kleiner. Erik? Nein. Die Stimme, ich meine die Stimme jetzt. Das ist unser neuer Bodyguard. Den Kleinen haben wir im Kolosseum aufgegabelt. Jetzt zahlen wir dir jeden blauen Fleck doppelt und dreifach zurück. Doppelt und dreifach, aber... Ich bin doch so schlecht im Rechnen! Was? Ach, vergiss es! Schlag einfach immer feste zu, Mann! Ja. Oh Gott! Machen wir mal. Erstmal die Leute hier wegballern. Oh, das war der Wrestler einfach, ey. So, warte. Oh, da muss ich aber nicht mal aufpassen ein bisschen, ne? Ist das alles? Na. Warte. Geh Batsch, Butsch, weg. El-Gigante. El-Gigante. Komm, wir finden gleich bestimmt eine Bank. Los geht's. Ah, Mann! Nicht machen, das ist ja böse. Ah. So, wir gehen mal lieber auf Sicherheit. Feuer?
Ach, immunisiert. Wieso sag ich ihm immunisiert? Oh Gott. Du, bitte was? Solche Wörter aus deinem Mund, Elgigante? Juhu, hurra! Ihr kommt jetzt mit. Achso, das Nadelbildschirm. Ich wollte gerade noch weiter drücken, wenn zwei sich streiten. Mireille beauftragt dich damit, ein Trio ausfindig zu machen. Okay. Stecken hinter dem Racheengel? Was macht er denn da hinten? Oh Mann, ist das ein Dummkopf! Wir sind Racheengel, nicht Racheengel. Halt's Maul, du Idiot! Sieh dir die Kerle doch an. Denkst du echt, die könnten hinter den Kuhs des schönen und intelligenten Racheengels stecken? Nein, das sind drei Kleinkriminelle, die sich hier in der Gegend eingenistet haben. Tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Besser spät als nie. Und jetzt sorg dafür, dass diese Deppen ihre gerechte Strafe bekommen. Jawohl. Na los, kommt mit. Hey, nicht so ruppig. Bisschen Respekt, wenn ich bitten darf. Ja, genau, Riff. Respekt? Und was ist mit den Gütern? Wenn du willst, helfe ich dir beim Tragen. Nicht nötig. Das schaffe ich alleine. Ich kenne den Weg im Schlaf. Mach dir keine Sorgen. Der Racheengel hat zugeschlagen. Mir wurde eine Lieferung für Don Corneo gestohlen. Ich verabschiede mich dann mal. Ohne dich hätte der Racheengel alt ausgesehen. Danke. Danke dir. Mit bestem Dank. Der schöne und edle Racheengel der Slums. Hat mich wohl ungewollt zum Komplizen gemacht. Ach, schön. Gut, das hätten wir gemacht. Ich mag diese Gangster irgendwie. Kann ich die in meine Party... Nein, Entschuldigung. Boah, ich liebe den Walmart, ey. Ich weiß, eigentlich ist das auch ganz viel Böses und so. Und nein, ach komm, ich mag den wirklich sehr. Gut, dann gucken wir mal geradeaus, sollen wir... Und uns dann links halten. Das machen wir doch. Wupp. Übrigens, ich müsste auch mal gucken, wenn ich, jetzt wollte ich den Chat sehe. Reden wir nicht drüber. Untersuchung zu den Bestien mit Gas. Okay, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen mehr Analyse anwenden. Wir brauchen nur noch drei und dann haben wir den Kampfbericht nämlich fertig. Ukelnaga. Oh, das ist eine Materie, die ich nicht kenne. What? Also ich muss sagen, das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gemacht. Warte mal kurz. Also, wenn die Spezialfähigkeiten bei Gegnern im Schockzustand an, landet insgesamt 10 Mal eine... Aber ich meine, ich, ganz kurz, das habe ich ja gerade tatsächlich bei den Corneo, in der Special-Folge habe ich genau das gemacht. Ich habe, der Gegner war im Schockzustand. Ich habe meine Spezialfertigkeit dann auf ihn angewendet. Und da hat er insgesamt 10 Mal eine Einheit der ATB-Leister. Warte mal. Oder meint ihr einfach in einen Kampf? Weil hier, ne, das hier habe ich zum Beispiel auch gemacht. Oh. Okay, habe ich das gerade erst bekommen? Das ist irgendwie, also das irgendwie verstehe ich noch nicht so ganz tatsächlich. Hier 40 Arten von Gegnern im Schockzustand, okay, das wird auch automatisch passieren. Aber hier mit diesem Kampfbericht zum Beispiel, das habe ich doch gerade eigentlich gemacht, oder? Das ist klar. Bei dem hier, ich weiß nicht warum, ne? Ich gebe es ungern zu, aber das wird ein bisschen so, als wäre es buggy. Weil eigentlich habe ich doch genau das gemacht. Ich habe eine Spezialfertigkeit. Die meinen nicht das Limit, sonst wird da wirklich Limit stehen. Die haben, weißt du was, ich halte mich damit jetzt gar nicht auf. Das meiste funktioniert halt eh. Wie gesagt, von alleine. Ich mache jetzt lieber hier die tollen Quests. Oh! Hoppala! Oh! Hallo? Nein, oder? Nein. Ich hab dich schon erwartet. Nein, oder? Ich bin Jinan, der Trainer. Oh, okay. Du bist nicht der schöne Bro. Damit zu überfallen, aber die Haare. Würdest du dich mit unseren Mitgliedern messen?
Ernsthaft, Chef? Dem halben Hemdchen geht doch sicher sofort die Puste aus. Das sollten wir auf einen Versuch ankommen lassen. Oder, Cloud? Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Nein, aber müsste er nicht der schöne Bro heißen, oder war der schöne Bro ein Kollege von ihm? Weil seine Haare, sein Aussehen, er ist schön. Er ist wirklich verdammt schön. Okay, warte. Wer Crisis Core bei mir gesehen hat, weiß, das war mir immer sehr wichtig, dass ich, ne, man sieht schon da, die Kniebeugen-Challenge hinbekomme. Ich kann jetzt aber gerade in meinem derzeitigen Zustand nichts versprechen, aber ich will es probieren. Lust auf einen Wettkampf bekommen? Oh Gott. Ja. Anfänger 3 Megatrank. Fortgeschritten 1 Glücksboost. Profi Meistergürtel. Du willst dich mit einem Muskelpaket wie mir anlegen? Bist du dir wirklich sicher? Das wirst du bereuen, du Hungerhaken! Schluss mit dem Geschwätz. Der Wettkampf wird mit Kniebeugen entschieden. So ist das hier Brauch. Also, auf los geht's los! Renn bloß nicht! Oh Gott, okay. Was? Nein, ich hasse sowas! Okay, es sind aber immer die gleichen, ne? Es ist kein richtiges Klick da. Okay. Oh Gott. Kniebeugenduelle Teil 1. Grundlegende Regeln. Orientiere dich an den Hilfssymbolen, um das richtige Timing zum Drücken der angezeigten Tasten zu finden und mehr Kniebeugen als dein Gegner zu schaffen. Bei Gleichstand gilt der Wettstreit als verloren. Sobald die Hilfssymbole verschwunden sind, kannst du dich an Clouds Bewegungen orientieren. Timing. Wenn dein Timing perfekt ist, gewinnst du an Schwung und kannst deine Kniebeugen schneller ausführen. Bleibe ruhig und achte darauf, dass du nicht zu früh oder zu spät drückst, denn sonst geht dein Moment verloren. Nein, meine Momente! Okay, Teil 3. Erschöpfung. Bei Wettkämpfen gegen starke Gegner kommt auch Erschöpfung ins Spiel. Je schlechter dein Timing ist, desto anstrengender wären die Kniebeugen für Cloud. Bei größerer Erschöpfung erscheint eine Anzeige, die du durch wiederholtes Drücken voll aufladen musst, um weitermachen zu können. Versuche daher, deine Kniebeugen möglichst perfekt zu timen. Uiuiui. Ich bin bei sowas tatsächlich nicht gut. Ich stütze mich jetzt einfach da rein, aber ich kann euch nichts versprechen. Heulen zu Mama! Versprechen. Ha. Ha. Weiter so! Form vollendet. Jetzt nicht schlapp machen. Traumhaft. Das sieht gut aus. Wo ist das? Form vollendet. Traumhaft. Jetzt nicht schlapp machen. Weiter so. Jetzt nicht schlapp machen. Das sieht gut aus. Form vollendet. Jetzt nicht knapp machen. Weiter so. Das sieht gut aus. Form vollendet. Traumhaft. Weiter so. Das sieht gut aus. Jetzt nicht schlapp machen. Form vollendet. Weiter so. Traumhaft. Das sieht gut aus. Weiter so. Traumhaft. Jetzt nicht schlapp machen. Okay, das war absolut nicht toll. Das war jetzt eben. Warum ist das ab? Warum war das weg? Oh. Na dann. Ja, aber das ist nicht gut. Das war ja gar nicht flüssig, glaube ich. Ist das anders? Oh Gott, ich war voll verwirrt jetzt. Oh, ist nicht wahr, oder? Wieso? Wie konnte ich bloß gegen so eine halbe Portion verlieren? Bei Muskeln geht es nicht um Masse, sondern Klasse, mein Freund. Man darf Gegner nicht nur nach ihrem Äußeren beurteilen. Hochmut kommt immer vor dem Fall. Schreibt euch das hinter die Ohren. Danke, dass du mir bei dieser Lektion geholfen hast, Cloud. Und entschuldige die Umstände. Cloud, wir sind hier eine große Familie. Und du bist nun ein Teil davon. Schau jederzeit rein, wenn dir nach Punkten zumute ist. Gemeinsam werden wir dich richtig in Form bringen. Ja! Oh Gott. Das wäre erledigt. Ich sollte langsam zurück. Nein! Freigeschaltet, fortgeschritten. Warte. Was haben wir jetzt hier? Moment.
Ja. Wenn dir wieder nach einem Training zumute ist, sprich einfach mit Santos oder Zenba. Okay. Hallo. Du willst ein Duell? Alles klar, dann lass uns loslegen. Oh, ich hasse das. Okay. Noch kannst du kneifen. Okay. Oh, Form vollendet. Weiter so. Ah, Mist. Jetzt nicht schlafen. Das kann sicherlich noch besser. Fuck. Das sieht gut aus. Ihr macht das beide super. Jetzt nicht schlapp machen. Das sieht gut aus. Formvoll in. Weiter. Ihr schafft das. Formvoll in. Jetzt nicht schlapp machen. Das sieht los. Jetzt kommt's drauf an. Weiter so. Traumhaft. Jetzt los. Jetzt kommt's drauf an. Form vollendet. Das sieht gut aus. Traumhaft. Ja, der Schweiß muss fließen. Jetzt den Schlapp machen. Das sieht gut aus. Form vollendet. Weiter los. Jetzt kommt's drauf an. Traumhaft. Fuck. Oh, meine Finger. Oh, nein. Ah, ich weiß einfach nicht, ich kann das Tempo, glaube ich, irgendwie, also ich verschnelle das irgendwie selber und muss dann dabei im gleichen Rhythmus bleiben. Das Problem ist nur, weil die Musik auch so laut ist. Ah! Zeig mir dein Feuer. Ja, ich versuch's nochmal, aber... Wer zusammen trainiert, kommt zusammen in Bestform. Die Lautform machen. Boah, Profi schaffe ich auf keinen Fall. Ich werde alles geben, klar? Form vollendet. Da war ich zu schnell. Mist, schon wieder. Jetzt nicht schlapp machen. Das sieht gut aus. Nein! Oh. Ich glaube, das muss ich irgendwie verschnellern. Wir ziehen trotzdem durch. Das sieht gut aus. Form, ihr schafft das. Jetzt nicht schlapp machen. Das sieht gut aus. Form, ihr macht das beide super. Jetzt nicht schlapp machen. Weiter so. Trauma. Form, los. Ich hab das auch mal original gehabt. Das sieht gut aus. Nee. Oh. Das muss ich leider zusammenschneiden, ey. Das wird sonst viel zu lange dauern. Ihr kennt mich, ich will das natürlich schaffen. Ah, okay, dann bin ich jetzt mal ruhig und schneid euch dann das Erfolgreiche mal hinten dran. Ich hoffe, es gibt ein Erfolgreiches, ne? Ich hoffe es. Deswegen sag ich mal, bis gleich. Oh, warte mal, ich mach mir jetzt Notizen hier mal. Wenn ich das nämlich vergesse, wäre mir das sehr peinlich. Ich hab mir einen Muskel verkrampft. So, Kniebeugen schneiden, schreiben wir jetzt auf. So. Gut. Dann sehen wir uns gleich wieder. Vielleicht verschnelle ich das einfach, vielleicht schneide ich es auch einfach raus. Bis gleich. Wenn's heiß hergeht, muss man immer einen kühlen Kopf bewahren. Bist du bereit für unser Duell? Trauma! Weiter so! Jetzt nicht schlafen. Ja, der Schweiß. Vergiss das Atmen nicht. Form vollendet. Trauma. Das ist gut. Ihr schafft das.
Weiter so. Jetzt nicht schlau. Traumlos. Jetzt kommst drauf an. Weiter so. Das sieht gut aus. Form. Ja, der Schweiß muss fließen. Jetzt nicht schlapp machen. Traumlos. Weiter. Ihr schafft das. Das sieht gut aus. Jetzt nicht schlapp machen. Weiter. Los. Jetzt kommt's drauf an. Form vollendet. Traumhaft. Ihr macht das beide super. Jetzt nicht schlapp machen. Jawoll! Nimm all deinen Frust und bring damit dein Blut zum Wallen. Du willst ein Duell? Alles klar, dann lass uns loslegen. Ich werde alles geben, klar? Form vollendet. Das sieht gut aus. Traumhaft. Jetzt geht's los. Jetzt kommt's drauf an. Form vollendet. Weiter so. Jetzt nicht schlapp machen. Form. Ja, der Schweiß muss fließen. Das sieht gut aus. Traumhaft. Jetzt nicht schlapp machen. Von dir schafft das. Das sieht gut aus. Weiter so. Traumhaft. Das geht los. Jetzt kommt's drauf an. Form vollendet. Jetzt nicht schlapp machen. Form vollendet. Von dir schafft das. Traumhaft. Das sieht gut aus. Traumhaft. Ja, der Schweiß muss fließen. Weiter so. Form vollendet. Das sieht gut aus. Ihr macht das beide super. Traumhaft. Weiter so. Form vollendet. Das los. Jetzt kommt's drauf an. Jetzt nicht schlapp machen. Traumhaft. Weiter so. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Ich bin mir sicher, ich mach's voll falsch. Keine große Sache. Ich muss wahrscheinlich das auch gar nicht so... Ich darf es wahrscheinlich auch gar nicht so einfach so drücken, sondern muss das irgendwie geschmeidiger machen. Aber es ist egal, ob wir haben gewonnen, ey. Oh. Du hast mich besiegt. Ja. Du bist unglaublich gut in Form. Ja. Dass immer nur ihr den Spaß habt, ist nicht fair. Oh, oh, nein. Du brauchst dir eine Runde gegen mich zu. Boah, du hast Waden, du könntest damit, du hattest Oberschenkel, du kannst du, du hast so Oberschenkel, du könntest damit Walnüsse knacken. So, Entschuldigung. Ich bin aus der Atem, weil ich hier sitze und Knöpfe drücke. Verurteil mich nicht. So, auch hier werde ich wieder schneiden, ne? Willst du dich messen? Du hast so schöne Lippen. Oh Gott. Okay, gut. Werd mich nicht zurückhalten. Loslegen, Chef! Oh. Ich bin beeindruckt! Ein Hörer! Schöne Muskeln, wie all diese Muskeln perfekt haben. Komm schon, Chef. Einfach perfekt. Oh. Mist, ich hab's eigentlich raus. Eigentlich hab ich's raus. Ah. Aber dadurch falle ich halt öfter um. Scheiße, was macht ihr denn? Chef. Nein, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Oh, krass. Nee, oh Gott, ich bin mal ruhig. Nein, oh. Ich muss ja langsam anfangen. Oh. Naja. Wir üben mal. Was für wunderschöne Muskeln. Falschen Knopf gedrückt. Oh Gott. Ich probiere jetzt gerade ein bisschen mal aus. Ja, ich probiere jetzt gerade ein bisschen mal aus. Ja,
Mit den Kreiseln, das funktioniert nicht. Ich muss das auf jeden Fall so machen, wie ich das gerade gemacht habe. Boah, der geht aber auch irgendwann so ab, ne? Am Anfang ist das so, oh, ich habe eine Chance. Oh. Geh nächstes Mal entspannter an die Sache ran. Ja, mache ich auch. So, ab jetzt bin ich mal ruhig und probiere mal wieder ein bisschen rum, ne? Bis gleich. Lass uns zusammen schwitzen. Wird eine super Sause. Nein, was war das denn? Fuck, nein, den habe ich gebraucht. Ich bin beeindruckt. Wie all die... Ich kann die Muskeln förmlich jubeln hören. Komm schon, Chef. Was für wunderschöne Muskeln. Ein Wettkampf auf allerhöchste. Wir lieben dich, Chef. Komm schon, Chef. Einfach perfekt. Ich bin beeindruckt. Muskeln sind wunderschön. Ein Wettkampf auf allerhöchste. Komm schon, Chef. Wie all diese Muskeln. Ja. Eins, zwei, eins, zwei. Ich bin beeindruckt. Nein! Falsch! Ich will mich gerade tun. Komm, Chef, das ist deine Chance. Wie doof ich einfach bin! Wie all diese Muskeln perfekt harmonieren! Das ist deine Chance! Da kommt einer mit. Nee, komm, das ist leider scheiße. Aber es ist machbar. Es ist machbar. Ich bin so doof. Wie dumm ich einfach bin. Entschuldigung. Also, ich hab den Joystick so auf dem Tisch. Da klappt das halt echt gut. Ne? Und ich halte den mit der linken Hand halte ich den so runter auf den Tisch. Und stütze da so ein bisschen meinen Daumen ab. Und mit der rechten Hand mache ich das halt. Und, also drücke die Knöpfe. Das hat gut geklappt, aber ich bin die ganze Zeit auf... ich bin auf den Verschwenden. Wenn du eine Revanche willst, ich bin hier. Aber sowas von, Jinnan. Sowas von. Für eine Runde gegen dich habe ich immer Zeit. Hör mal, ey, dann machen wir noch ein bisschen rum. So. Thank you.
werde mich nicht zurückhalten. Wie all diese Muskeln perfekt harmonieren. Einfach perfekt. Komm schon, Chef. Das ist deine Chance. Was für wunderschöne Muskeln. Ein Wettkampf auf allerhöchsten Niveau. Ich bin beeindruckt. Komm schon, Chef. Ich kann die Muskeln förmlich jubeln hören. Wie all diese Muskeln. Was für wunderschöne. Ja. Eins, zwei, ein Wettkampf auf allerhöchsten. Ich bin beeindruckt. Komm schon, Chef. Wie all diese Muskeln. Muskeln sind wunderschön. Perfekt. Ich bin beeindruckt. Wie all diese Muskeln. Wir lieben dich, Chef. Einfach perfekt. Komm schon, Chef. Was für Wunder. Wer wird wohl gewinnen? Einfach perfekt. Ich bin beeindruckt. Komm schon, Chef. Ja. Eins, zwei, eins, zwei. So, wie all diese Muskeln. Ich bin beeindruckt. Einfach perfekt. Das ist deine Chance. Ich bin beeindruckt. Komm schon, Chef. Ein Wettkampf auf Wunder. Die Muskeln sind wunderschön. Ich bin beeindruckt. Einfach perfekt. Oh Gott, habe ich aufgenommen? Ja. Oh Gott sei Dank. Ah. Das war's. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie ich es geschnitten habe, aber ich habe es so oft gemacht. Und manchmal habe ich direkt am Anfang so verkackt, dass ich einfach dann nur von vorne angefangen habe. Meine Hände tun mir weh. Und ich habe die ganze Zeit versucht, das so geschmeidig wie möglich zu machen, damit er halt richtig die Kniebeugen macht. Aber es ist viel, viel einfacher, wenn ihr das selber macht, ne? Dieses Hackige, dieses, habt ihr ja gerade gesehen, wie es bei mir aussah. Glaubt mir, es ist einfacher. Aber trotzdem schwer. Gut. Da war, ja, Aufnahme läuft. Ich hatte irgendwann nämlich die Aufnahme auch beendet, weil ich wütend war. Deswegen bestätigen. Guten Tag. Jetzt bin ich wieder glücklich. Ich habe ja keine Ahnung, wie stark du wirklich bist. Ja, ja, ja. Du hast es echt drauf. Mhm. Alle mal hergehört. Es ist noch Spielraum nach oben, Leute. Also, ran an die Hantel. Geh klar, Chef. Ich hab ja einen Muskel. Ich geh verkrampft.